Die Todgeweihten grüßen euch hier aus der Rumpelkammer der vergessenen Ruinen bei Diablo 3 und wir sind zurück und sollen Zoltun Kults Kopf finden. Naja, voll, voll cool, Alter. Hat seinen Kopf verloren wieder, der Zoltun. Den sollst du mal durch den Zoll tun. Und hier geht's auch direkt wieder los mit Einfrieren und dem ganzen Spektakel erneut. Mal eine Runde explodieren vielleicht. Pam. Oh. Ach, was wollen die denn? Adios, amigos. Mensch, ist hier was los. Das war wie ausverkauft beim Schlecker. Ich hab mal meinen Skill ein bisschen gewechselt, um mal ein bisschen Abwechslung zu schaffen von den Effekten hier. Bist du jetzt effektiver? Nee, aber es sieht ein bisschen anders aus. Mal so ein bisschen Abwechslung zeigen, mal ein paar neue Skills benutzen, ist, glaube ich, ganz cool. Da hast du recht. Oh, jo, hier oben. Oh, jo, 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 jo. Bam. Ja, der Skill ist geil. Sehr effizient. Ach, da ist schon wieder so ein Scheißding. Ich hau hier gerade mal die Säule weg. Hua! Stufe 21. Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön, freut mich doch. Wow, hier ist was los. Eine Reisemaske, das können wir für die Superhomies gebrauchen. Das ist bestimmt so eine Feuchtigkeitscreme. Ach geil, ich habe die aktive Fertigkeit frei hier Hydra und damit kann ich jetzt eine Hydra beschwören. Das ist natürlich auch geil. Das wäre mal ein Effekt, den kannst du mal zeigen. Nahkampfangreifer leiden 2 Schaden pro Treffer, auch schön. Desintegration, auch sehr interessant. Ihr kanalisiert einen Strahl aus reiner Energie, der alle Gegner durchstößt. Nehme ich auch mal. Naturelemente. Man muss ja ausprobieren, die Sachen. Und jetzt die Hydra, da bin ich gespannt drauf. Tja, bist du fertig? Ja, magische Waffe war so geil, aber ich habe einen neuen Boni für die Eisrüstung. Aber ich finde magische Waffe so geil. Ich lasse magische Waffe trotzdem irgendwie. Alles klar. So cool. Mach mal magisches Waffeleisen, ich habe echt Hunger gerade. Und passive Fähigkeiten habe ich auch neue. Wunderkind kann ich zum Beispiel nehmen oder Glaskanone. Alter, jetzt Waffeln. Lenke ich dich eigentlich ab? Hör auf. Bitte, tu mir das nicht an. Und habe ich gerade kein Erdbeben, dann rufe ich den Bert eben. Entschuldigung, manchmal geht's einfach mit einem durch. Ach, schön. Der Barbar rotzt dir ab und zu mal hin. Ich warte auf dich, aber ich laufe schon mal ein bisschen rum, ne? Weil ich will ja nicht die ganze Zeit Stillstand auf dem Bildschirm haben. Soll ich Glaskanone nehmen? Kurze Frage. Glaskanone erhöht 15% den Schaden und reduziert allerdings Rüstung und Widerstände um 10%. Oder Wunderkind, was, da erhalte ich 4 Arkankraft, wenn ich Gegner treffe. Jedoch gilt das nur für ein paar Zauber. Mach das erste. Ja? Ja. Da mache ich noch mehr Damage, schalte aber noch Gronkh weniger hat einen scheiß Ratschlag gegeben. Ja, wer weiß. Naja. Ist doch auch nur Spaß, Freunde. Nehmt das Spiel nicht zu ernst. Ich weiß, wir sind nicht die Besten hier in Diablo. Und wir haben es ja auch noch nicht so oft gespielt. Aber es ist auch noch gar nicht so lange draußen. Aber gerade bei den Blizzard-Titeln ist es für manche echt eine Wissenschaft, ne? Ja, sowieso. Nicht nur bei den Blizzard-Titeln, auch bei einigen anderen. Also gerade bei den Blizzard-Titeln, gerade. Es geht uns ja auch mehr um den Punkt Unterhaltung, Spaß an der Sache was? Und so weiter. Was? Für mich ist das alles ein ernst? Gold hatte diese Leiche dabei. Oh, apropos. Achso. Ach, ich bin völlig unten. So, komm mal, Hydra jetzt hier, guck mal. Alter. Ist ja der Hammer. Coole Hydra, Alter. Noch eine. Die ist ja der Hammer. Da krieg ich ja eine Kettenhose, wenn ich das sehe. Was will er denn hier? Lodernder Wächter. Boah, die Hydra geht richtig ab, Alter. Hier kommt die Feuerwehr. So, ach, 4 Gold. Wegen denen laufe ich bestimmt zurück. 40 Gold. 100 Gold. Hier auch nochmal Gold. Gold. Wie viel Gold habe ich eigentlich? 30.000 schon. Du hast wahrscheinlich mehr, weil du ja noch mit dem anderen Charakter gespielt hast, ne? Ich guck mal ganz kurz, Inventar. 51 sogar, ja. 51? Ah, da 51.000.
Weil das Gold, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, das ist charakterübergreifend in Diablo 3. Also, wenn ihr auch mit anderen Charakteren spielt, habt ihr da auch das Gold. Was ich übrigens eine merkwürdige Sache finde, ehrlich gesagt. Ich verstehe es zwar wegen Auktionshaus und so, aber ich finde es trotzdem eine merkwürdige Sache, dass jeder Charakter nicht sein eigenes Gold verdienen kann oder sein eigenes richtiges... Na gut, früher hat man es dann mit dieser Truhe, wo man dann die Sachen reingelegt hat, erledigt im Prinzip. Ja, das stimmt. Und dann hat man dem anderen Charakter auch wieder was übergeben. Ich glaub, aber da konntest du ja wenigstens aussuchen, wie viel Gold du dem anderen Charakter gibst. Wie findet ihr das denn, diese Entscheidung von Blizzard? Schreibt's doch mal. An die Wand. Naja, vielleicht besser nicht. Macht das bloß nicht, was der Gronkh sagt. Schreibt's doch mal aufs Schulklo. Ach, hier, schon wieder so eine Säule. Schreibt's doch mal auf euer Schulpult. Schulpult. Schulpult, hab ich nie gesagt. Schulpult? Das ist auch so ein altes Wort. Hast du das mal bemalt, das Schulpult? Nein, natürlich nicht, ne? Ich muss lügen. Also, hast du schon mal gemacht. Wo laufst du denn wieder hin? Was, Hier ist so eine Säule. Das ist der Kopf von dem Burschen, Alter, da vorne. Ich hab das Gefühl, wir müssen hier auch hin. Ja, wir machen erstmal die Typen hier plattissimo. Komm. Freundet euch mal mit meiner Freundin an. Hydra ist zurück im Business. Boah, Alter. Hyper. Und die gehen aber gut ab hier. Alter. Da hat sich jetzt nicht mehr so gelohnt. Boah, guck mal hier. Was machst du denn da? Bist du wieder am Kokeln? Das ist mein neuer Zauberstrahl. Den habe ich gar nicht so verwendet, weil ich jetzt mit der Hydra mich... Boah, guck dir mal an, wie der mich wegbeamt, Alter. Das ist wie so ein Laserstrahl aus Star Trek oder Star Wars hier. Guck mal. Alter Schwede, Cyclops, du bist es! Ich wusste immer, dass du ein Würfelauge hast. Und hier, Hydra Power. Und noch mehr habe ich für euch. Von mir keine Schnitte mehr. Ich mag die Hydra übrigens gerne. Ich auch. Die hat, macht richtig Aua, Alter. Ist echt gut. Na gut, dass die auf unserer Seite ist. Zumal man dann ja auch weiter fighten kann. Das ist praktisch wie so ein kleiner Extra-Charakter. Wie so ein Pet. Wie ein Pet, halt, ne? Genau. Ist es ja auch irgendwie. So, hier hinten geht's noch runter. Hier geht's runter und wieder hoch. Ich warte mal auf dich. Huch, ich habe mich hier noch ein bisschen umgeschaut. Wollte ja. Das Tierblatt treten. Natürlich. Huch, ich habe mich hier noch ein bisschen verhakelt. Wo geht's denn hier lang? Ach, da unten sind wir hergekommen. Ja, hier, komm mal her. Toll. Toll. Warte mal, ja, rechts super. Geht's. Rechts nee, hier geht's, noch geht's weiter. Hier auch. Nee, gar hier nicht. Hier unten in der Karte. Drück mal die Karte auf und dann wirst du sehen, wo es weitergeht. Für den Zuschauer. Wollen wir nochmal gucken? Achso, wollen wir nochmal gucken? Jetzt habe ich mich rechts rübergelegt. Unten kann man noch erforschen. Wo wollen wir denn lang? Willst du gleich weiter oder wollen wir erforschen? Wir müssen doch hier. Ja, erforschen wir noch, oder? Oh, der Sarazar sagt ja wieder erforschen. Du bist halt ein Forscherjunge, mein Freund. Ich wollte auch schon immer Forscher werden. Da hast du aber ganz schön forsche Ansichten. Forsch, die tun was. Oh. Ist ja schon uralt, der Spruch. Ford, die tun was. Alter, das ist ja schon... Dafür war ja schon noch Ford besser ankommen. Nicht. Was? Ja, die hat noch besser ankommen als Slogan auch. Ach, besser ankommen? Ja, das Ford, die tun was ist ja aus den 80ern. Soweit ich mich erinnern kann. Boah, ich weiß es echt nicht mehr. Die haben mal wieder einen neuen Slogan irgendwie. Ja. Aber wir labern jetzt nicht über Ford-Slogans, weil wir wollen ja keine Werbung machen immer, ne? Ford Una Düsseldorf. Achtung! Blume oder was? Nee, mehr. Schlimmer. Ach, bam. Ja, hier ist doch easy going. Rein ins Getümmel. Ja! Hier gibt's was auf die Omme. Ach, das ist dein Ding. Ich denke immer, wenn die Feuerbälle von irgendwo kommen, dass da wieder so ein komisches Ding sitzt, so ein loderndes Scheißvieh. Nee, das ist meine Freundin Hydra. Ich bin schon ganz dehydriert. Dehydriert. Oh, 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 oh. Dann trink mal einen Schluck an einer Kuh. So, jetzt geht's rund mit dem jungen Hund. Alter, jetzt geht's aber echt ab hier. Bosheit hat sich gerade mal bekehren lassen. Ich habe eine Waffe gefunden, die nennt sich Abschlachter. Und ich habe gerade schon wieder Deckard Cain seine alten Pamphlete gefunden. Diesmal über Baal, der Herr der Zerstörung. Alter, ich habe eine geile Waffe für dich gefunden. Okay, mach mal gleich, Martialische Legion, die ist der Oberhammer für dich. Das ist nämlich eine extra Barbarenwaffe.
Hm, sieht gut aus. Werden wir gleich checken, aber erstmal geht's ja über Abibal. Ach Mann. Nee, lest das Ding erstmal. Ist doch viel spektakulärer als der langweilige Text. Was? Ich bin empört. Oh, die ist viel geiler als der langweilige Text. 2-4 Giftschaden. Erhöht die Angriffs. Oh, plus 5 Leben pro. Probier den mal als Sekundärwaffe. Genau, den Streitkolben weg. Genau. Zack. Und boah, da haben wir einen Schuh. Oh, geil. Sieht auch gut aus. Sieht aus wie mein Küchenutensil, wenn ich frühstücke. So, komm, und jetzt hören wir uns mal Abibal, der Herr der Zerstörung, an. Baal war der aufdringlichste und unvorsichtigste unter den großen Übeln. Nach dem dunklen Exil wurde er in dem Horadrim-Tal Rascha gefangen und begraben. Jahrhunderte später befreite Diablo Baal, der daraufhin den Weltenstein verderbte. Mit verheerenden Auswirkungen für die Barbaren, die in der Nähe des Ariad lebten. Kurz darauf wurde Baal von den Helden getötet. Tja, ist natürlich dramatisch. Wir kriegen ja nach und nach von Deckard Cain, der ist lange tot und quatscht uns trotzdem noch eine Bulette ans Ohr. Und er erzählt uns die ganze Geschichte von Diablo 1 und 2 verteilt über Diablo 3. Was ja auch gut ist, denn nicht jeder unserer Zuschauer hat ja bisher Diablo 1 und 2 gespielt. Einige wurden da ja auch erst geboren. Ist ja schon ewig her mit Diablo 1, was jetzt nicht mal lustig gemeint ist oder so. Sondern gibt es ja, weil war 96 oder so, das sind heute 16-jährige Jungs oder Mädels. Die haben das bestimmt nicht unbedingt gezockt. Das stimmt. Schade eigentlich, sollte man nachholen. Ja. Also Diablo 1 und 2, schon geil. Ich glaube, man muss aber auch einen gewissen nostalgischen Anspruch haben, um das, das stimmt, spielen zu können. Ah, ich hol nochmal die Hydra raus, komm. Krass, jetzt sind dreiköpfige, siehst du das? War die eben auch drei Köpfe? Na los, Alter, dieses Schlüpfe hier. Alter, hatte die Hydra eben auch drei Köpfe? Boah, Zwergnase, Alter, der ist so stabil. Ich rede mit dir. Hatte die Hydra eben auch drei Köpfe? Ich glaube ja. Eine Hydra hat doch allgemein mehrere Köpfe. Ja, aber das sah gerade eben anders aus. Warte mal gerade, ich mach mal gerade. Ach so, weil die so zusammengebappt waren. Wahrscheinlich habe ich das nicht so gesehen. Brauchst du einen neuen Helm vielleicht? Oh, ich habe einen verdammt guten. Was gibt der denn so? 69 Rüstung plus 9 Geschicklichkeit, nee. Getötete Gegner plus 10. Na gut. Ich muss aber bald mal Klamotten loswerden. Ich bin voll. Ich kann hier nochmal den Mumpitz kann ich wegschmeißen, aber... Ich werfe auch nochmal Mumpitz weg. Also ich könnte noch ein bisschen, aber wenn du gehen musst, gehen wir natürlich. Also zwei Waffen kann ich noch tragen, aber es wird langsam ein bisschen knapp. Na komm, dann lass uns wenigstens noch da unten reingehen, oder? Da ist nämlich der Kopf, den können wir schnell noch holen. Hier. Ach Mensch. Zack, Kopf. Super. Ach du Scheiße! Alter. Den können wir nochmal schnell holen, sagt er. Alter. Komm schon, Hydra, wo bleibst du? Fuck, der darf mich nicht angreifen. Peter. Junge, ich brutzel den mit allem, was ich habe. Alter, ich muss ein bisschen aus der Zone bei ihm raus. Das Gute ist aber, dass der so langsam ist. Und ich hau dann erstmal das Kleinvieh erstmal weg. Nimm dir das Leben, was hier liegt, schnell. Das mache ich. Beeil dich. Ich beeile mich. Down. Ich kann den nicht lange abhalten. So. Und nochmal die Hydra, komm. Hua, Alter. Muss laufen. Fuck. Nochmal ein Vier. Das geht noch nicht. Boah, das sitzt. Los, du stirbst jetzt. Der uralte Wächter. So, wir haben jetzt Tagebuch eines Jägers Teil 2 und Teil 6. Kull verspottet mich auf Schritt und Tritt. Ich versuche ihn zu ignorieren, aber sein Geschwätz ist unerschöpflich. Es macht ihm Spaß, mich zu verhöhnen. Ich werde mich nicht provozieren lassen. Ich werde nicht nachgeben. Ich sehne mich nach Stille. Wenn ich seinen Kopf sicher verwahrt habe, werde ich sie bekommen. Ich sehne mich zwar auch nach Stille, aber Teil 2 leider nicht in der richtigen Reihenfolge. Wir machen es halt so, wie wir es finden. Quatsch, los, jetzt. In einer Woche brechen wir zu den trostlosen Sanden auf, um Kults versteckte Archive zu finden. Keiner von uns weiß, was auf uns zukommt. Wie weit hat sein Wahn ihn getrieben? Wie viel Macht hat er auf seiner wahnsinnigen Suche angehäuft? Ich kann nur hoffen, dass wir nicht zu spät sind. Das hoffe ich auch, dass wir nicht zu spät sind. Zu spät ist es auf jeden Fall für weitere Abenteuer heute, denn jetzt geht es einmal zurück in die Oase von Dalgur und dann schauen wir mal, dass wir mit Adria sprechen und zwar in der morgigen Folge von Diablo 3. Bis dahin, Freunde.